Schon zum zweiten Mal gibt es auf dem DocFest das Doc Network Afrika. Im Museum 5 Kontinente werden Filme aus und über Afrika gezeigt. Anschließend wird darüber diskutiert. Ich glaube, Afrika ist so groß und man kann wirklich nicht so sagen, dass alles überall dasselbe ist. Ich finde es jetzt interessant, mir den Film anzuschauen, um nicht in diesen Klischees zu verfallen und mal so eine andere Seite von Afrika auch kennenzulernen. Meistens nicht so, dass europäische oder amerikanische Regisseure sind, die irgendwie Dokumentare machen, sondern meistens Regisseure aus den jeweiligen Ländern. Und da ist die Sicht einfach immer anders. Es wurden eben nicht die große Politik diskutiert, sondern wie die Leute das auf ihrem Leib quasi empfunden haben und erlebt. Und das fand ich ja sehr interessant. Ein Tag, der uns Einblicke in das unverfälschte Afrika bietet. Keine Krisenberichterstattung oder Romantisierung. Es geht um ein Afrika, das im Zwiespalt steht. Zwischen ethnischen Konflikten und Demokratisierung. Zwischen Armut und Wirtschaftswachstum. Das Doc Network gibt uns die Chance auf lebendige Diskussionen und neue Erkenntnisse über Afrika. This whole shutdown of the country where we couldn't get fuel, or fuel prices was increased and everybody was out there. And it was really strange because people were sending smartphones coverage of these demonstrations to each other. And the news of the same events in the network news in the evening were directly opposite of exactly what was happening. That incident broke for people what those TV stations represented. And so the level of definition that I think people now have for documentary is rapidly going from a propaganda tool to something that defines for them a voice, gives them a voice to actually, you know, reflect on their own lives, reflect on what it is that they are going through. And I think that's really doing a lot for the democratic. Die Bilder zu Afrika in den Medien, die sind sowas häufig von verzerrt. Im Kulturreferat sind wir der Meinung, dass einfach der Austausch sehr, sehr wichtig ist. Das sich Begegnen hier zwischen Dokumentarfilmern, also in diesem Fall halt jetzt zwischen Dokumentarfilmern unterschiedlicher Länder, dass die sich kennenlernen können, dass auch der Kollege aus Simbabwe hier nicht nur die Deutschen kennenlernt oder Europäische, sondern auch eben zum Beispiel einen Nigerianischen. Ja, das ist das Spannende an der Sache. Man trifft sich hier in diesem Rahmen. Wir haben auch gerade in der Diskussion auch gesprochen, wie wichtig es ist, die Filme aus Afrika oder von afrikanischen Filmemachern auch eine Plattform zu geben. Es geht um mehr Verständnis erlangen für Afrika, aber auch darum, neue Bekanntschaften und Freundschaften zu knüpfen. Freundschaften, die von Deutschland bis nach Afrika reichen.